Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic von imperialer Seite. So, wie schon erwähnt, können wir jetzt in dieser Folge langsam Abschied nehmen von Drum und Cars. Das zieht sich aber vermutlich ein ganz schönes Stück, weil wir müssen alle erstmal unsere Schiffe besteigen. Und außerdem schaue ich hier vorher noch eben beim Händler vorbei. Ja, Shopping. Habe ich mir doch gedacht, dass dir das gefällt. Wir sind startklar. In-game, ja. Willst du mit mir shoppen gehen? Also wenn es um Filme und Bücher geht, ja. Oh, keine Dessous. Stell ich mir nicht so gut vor bei dir. Okay. Ja, stimmt. Also das macht sich mit den Ganzkörper-Tattoos vom Zabak nicht ganz so gut. Ja, achso, du hast jetzt übrigens keinen Namen mehr, ne? Wir dürfen dich jetzt nur noch Ziffer 9 nennen. Na, mal gucken, wie lange das durchhaltet. So, hier vorne rechts gab's die Goodies. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Erstmal noch ganz kurz bei den... beim Händler für Spezialgüter, aber ich glaube, da habe ich schon alles, was ich brauche. Für das Imperium. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Ja, nee, dieses Erblichtschwert, was es da gab, ist immer noch besser. Außerdem habe ich gar nicht genug Marken. Ich hatte ja hier schon mal für die Brust, glaube ich, das Zeug eingetauscht. Na gut, dann halt nicht. Beehrt uns bald wieder. Dann setze ich mich mal auf den Speeder Richtung Raumhafen und da das in den Raumhäfen ja leider so abläuft, dass man einander Dialog nicht sehen kann, würde ich sagen, macht halt jeder so seins für sich. Ist leider ein bisschen blöd, aber ich kann ja im Anschluss mal auf die verschiedenen Schiffe rüber touren und die so alle zeigen. Startklar. Eigentlich ist das echt schade, weil gerade so der Dialog im Raumhafen vom Kopfgeldjäger ist ganz cool. Der muss sich das ja erst noch klauen. Ach, du kennst das ja alles noch gar nicht, stimmt ja. Nee. Was war dein Großer? Ein Hexer, oder? Ja. Also komplett neu. Überraschung pur. So, die ganze Ecke hier kennen wir ja schon. Huch! Ich stelle gerade fest, in mein Vibromesser kann ich auch einen Lauf einbauen. Ist nicht so ganz konsequent, finde ich. Das ist tatsächlich etwas mehr... Na gut, ja, Es gibt halt nichts anderes, außer halt Armierungen noch mit List-Attribut drauf. Die haben es ja jetzt, also, hier, vielleicht habt ihr schon gesehen, selbst die Offhands, die normalerweise nicht mit Armierungen, Mods und so weiter ausstattbar waren, wie Generatoren oder halt bei ihr Vibromesser, sind es jetzt und da mussten die halt entsprechend ersatzweise Zeug reinstöpseln. Bei mir ist halt auf der Offhand eine Armierung, was auch nur begrenzt Sinn macht. Naja, und halt bei dir, ich glaube, eine Armierung auf eine Offhand-Waffe macht genauso wenig Sinn. Das stimmt. So, ach, da kann ich ja meine Fette wieder rausholen. Die freut sich, glaube ich, über das Schiff so sehr. Sag doch bitte Wett. Das klingt sonst immer irgendwie nach Weight Watchers. Meine Dicke. Ui, was ist denn hier los?
Immer wenn ich mein Interface zurücksetze, habe ich erstmal so ein riesengroßes weißes Quadrat auf dem Bildschirm. Der linken Seite? Ja. Das habe ich auch. Komisch, das. Eine Verschwörung. Genauso wie man manchmal jetzt im Ladebildschirm noch das Interface sieht. Aber das sind alles Fehler, die werden hoffentlich bald wieder behoben. So, mein Schiff. Und es ist immer noch cool. Das stimmt. Wow, seht euch das an. Das nenne ich stilvoll. Schönes Schiff. Wollt ihr Drum und Kass verlassen? Ich möchte einen Namen hören. Na los. Ganz ruhig. Ich bin ein Freund, der Geschenke bringt. Servanta Gratan schickt mich, um euch ein Zeichen ihrer Wertschätzung zu geben. Für alles, was ihr für sie getan habt. Es wird euer Schiff deutlich verbessern. Schickt sie immer einen Sith, um ihre Geschenke zu überbringen? Sehr schlau. Nein, das ist nicht die übliche Vorgehensweise. Ich bin im Auftrag ihres Gatten Lord Gartan hier, der ein eigenes Geschenk an euch hat. Er sagt, ihr wüsstet zu viel. Selvanta müsste mal wieder Hausputz machen. Seid ihr verrückt? Lady Gartan hat in ihrem Haushalt nichts zu sagen. Ich diene nur Lord Gartan. Ich habe schon alle Arten von Wesen in der Galaxis getötet. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ja, Marz macht erstmal jeder seins. Ich zum Beispiel werde gerade von dem Gratan-Attentäter angegriffen. Alles klar. So, das war's schon. Wie schaut's bei euch aus? Mir dauert's nur einen Moment. Ich komme jetzt gerade erst in meinen Hangar rein. Ach so, gut, dann habe ich schon mal ins Ruhe meinen Holokalle und Schiffsdruiden-Dialog. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Ich mag den Tivu irgendwie. Tuvi. Tuvi R8. Ich weiß gar nicht, wie der abgekürzt wird. Normalerweise R8. Drüben ist ja das C2. Immer schön langsam. Keine Angst, Dialoge, wo der direkt angesprochen wird? Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Am Anfang, wenn du dein Schiff kriegst. Unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, Reinigungsdienste und... Achso, wo er angesprochen wird? Nee, glaub nicht. Willkommen an Bord dieses... Ja, mit einer Abkürzung, meine ich. Einem vielseitigen Schiff, das also am Anfang stellt er sich die ja vor. Mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetzkonsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Kannst du wenigstens für Sicherheit sorgen, solange ich nicht an Bord bin? Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf.
Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Ich find's faszinierend, wie unterwürfig er ist. Ihr seid hoffentlich ein lieber, netter Meister. Und dann wird er gleich so enttäuscht von dir. Ja, naja, drüben der C2, der geht da ja, glaube ich, etwas anders an die Sache ran. So, dann rede ich mal mit, ich glaube, Barras jetzt an meinem Schiff. Ich nehme an, du bist genau mit dem Raumschiff zufrieden. Ich lasse es euch wissen, wenn ich damit eine Runde gedreht habe. Du wirst schon bald die Chance erhalten. Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Norman Carrs Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu beweisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Betrachtet sie alle als ausgelöscht. Nichts weniger als das wird ausreichen. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam. Sei zornig. Sei tödlich. Gut, und Witt möchte auch noch von mir angequatscht werden und danach kann ich ja bei euch vorbeischauen. Also, hey, Sith von fragwürdigem Temperament. Ich habe mich extra gut benommen. Ist euch das aufgefallen? Also, wie wäre es, wenn ihr mir dieses Schockhalsband abnehmen würdet? Wie wäre es stattdessen mit Schmerzen? Ich muss nach Balmorra fliegen und die Quest annehmen, oder? Warte mal. Das tut weh! Versteht ihr das nicht? Ich genieße es. Nee, noch nicht. Oh, ihr Drecks! Nein. Ich werde euren Köder nicht schlucken. Geht voran. Ich werde wie eine gute Sklavin folgen. Eigentlich tut mir das ja leid, was ich hier mit wettmache, aber es ist so lustig. So, ja, ich komme dann mal zu euren Schiffen. Das mit Annahmedialog auf Balmorra, das würde ich dann gleichzeitig wieder mit meinem machen. Also, da haben wir dann ja sowieso alle einen Holo-Anruf. Bist du schon auf deinem Schiff? Ich bin gerade wieder auf dem Mond Kars am Landen, damit du drauf kannst. Alles klar. Und Ziffer 9, wie weit bist du? Oh, Entschuldigung, ich wurde gerade so vom Movie Live angeredet. Ich bin auf meinem Schiff. Okay. Willst du auch mit in seinem Hangar vorbeischauen? Ich bin noch im Dialog hier, das ist ein bisschen ungünstig. Okay. Ja, das Schiff von Amonchi muss ich mir nicht anschauen, das ist nämlich identisch mit meinem, genauso wie auf Republikseite hier die Ritter und Botschafter das gleiche kriegen. Aber die anderen sind durchaus interessant. So, Dialog ist durch. Okay. Jetzt hänge ich in so einem Tisch fest. Wann kannst du zusteigen? Ich muss selber raus aus dem Schiff, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es reicht, wenn du da gerade angesteuert hast oder ob du in einen Hangar raus musst. Ich glaube aber letzteres. Ja, ich komme einfach mal vor die Tür. Erstmal komme ich beim Kopfgeldjäger rein. Ja, ich komme hier nicht weit. Ah, servus. Steckst du fest, oder was? Was sonst? Haha. Man kann überall stecken bleiben, wo man will, ey. Ich gehe schon mal rein und flieg damit weg.
Viel Glück. Danke. Ich glaube, Kallio wird mich umbringen, wenn ich irgendwas versuche. Kallio wohnt aber bei mir. Ach stimmt, ja nee, Marco wird mich nicht umbringen. Nein, nee, Marco würde nie jemanden umbringen. Die will wahrscheinlich Blutsbruderschaft direkt. So, wie hieß diese Schiffstyp Mantis 5 oder sowas? Sekunde. Ich gucken. Irgendwas mit Mantis. D5 Mantis Patrouillierschiff. Ah, D5 Mantis, ah ja, genau. Ist jedenfalls auch ganz cool. Wobei ich mich beim ersten Mal mit meiner Kopfgeldjägerin ziemlich krass verlaufen habe, weil diese zwei Ebenen sind doch leicht verwirrend. Ich weiß gar nicht, ob das hier alles mal zum Einsatz kommt. Du hast hier halt eine Gefängniszelle. Ich vermute es mal. Hinten sind die Triebwerke. Und hier oben gibt es auch noch eine Etage. Genau, hier vorne kannst du navigieren. Was ist das? Ach, das ist der Intercom. Okay. Ich sollte vielleicht doch mal meine Kopfgeldjägerin weiterspielen. Das macht mir gerade echt Bock. Ich komm, die macht auch Spaß. Weg. Ja, die steht immer noch irgendwie auf Balmora rum oder sowas. Mit 22, 23, meine kleine Saffin. Ich find's aber... Naja, gut, nee, du hast unten noch Betten gehabt. Gut. Ich wollte gerade sagen, ich find's beunruhigend, dass du nur ein Bett hast, aber... Genau genommen... Wenn Amonchi mal soweit ist, bitte mal in den Kopfgeldjäger-Hangar kommen. Ach, brauchen wir nicht. Nee, du kannst noch gar nicht ziehen, ne? Nee, kann er nicht. Kommst du gar nicht raus, auch nicht mit Stuck? Nee, selbst mit Stuck nicht. Ausloggen? Dann bist du aber aus dem Hangar raus. Bitte? Dann bist du automatisch aus dem Hangar raus, ne? Das ist ja kein Problem, ich geh jetzt hier sowieso raus. Also ich kann noch niemanden ziehen. Nee, ziehen kannst du, glaube ich, erst sehr spät. So, Ladebildschirm, geh weg. Brav. Ach ja, es ist halt so komisch, immer wenn man aus dem Schiff rausgeht, egal aus welchem, landet man sowieso wieder im eigenen Hangar. Also, theoretisch könntest du schon jetzt versuchen auszuloggen. Schon dabei. Ist bei mir schon offline. Ah ja, ich sehe es gerade. Bin sogar schon wieder online. Hab leider die linke untere Ecke des Bildschirms, nein, wegen dem Popschutz nicht so richtig im Bild. Ne, steckst du immer noch? Ja. Was ist denn das? Blöd ist das. Und Stuck funktioniert nicht, oder was? Nee. Benzinkiller. Oh, ich bin gar nicht mehr weg. Steckt zwischen dem Stuhl und dem Tisch fest. Ich hatte das auch mal. Ich weiß nicht mehr, wie ich das behoben habe. Das einzige... Uff. Ob man sich hier duellieren kann, ob ich dich in dem Duell kaputt machen kann oder so? Eigenen Hangar weiß ich nicht. Ja, Gruppenphase. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob es sich dann irgendwie sich durch irgendwas vielleicht verschiebt. Ich glaub's aber auch fast nicht. Wegschubsen oder so, aber ich glaube nicht, dass das. Ich kann halt leider nicht mal, dass du hier drin kämpfen kannst. Und versuchen kann man's. Patrick hat's kaputt gemacht, du dai. Doch, das geht. Und stell dich mal hinter mich und mach mal ich hier. Kann nicht, das kann ich noch gar nicht auf dem Level, aber ich kann trotzdem mal versuchen, dich kaputt zu hauen. Vielleicht liegst du dann oder schiebst dich dann irgendwo hin. Mann, ich muss jetzt mal deine Marco kaputt machen, die kotzt mich gerade an. Ey, ich hab die gerade ausgeschaltet. Okay, gut. Aber ich sterbe ja nicht, also bringt das ja nichts. Ich kann nicht nach vorne und wenn ich springe, bleibe ich direkt wieder stecken. Wer kann denn hier schubsen? Ich kann schubsen, ich bin schon auf dem Weg. Einen Moment. Wo ist das? Agent oder? Kopfgeldjäger. Ja, so ein blöder Tisch hier, ey. Moment, ich guck mal. Vielleicht klappt's. Ich hab da auch schon drin gesteckt, ich weiß aber nicht mehr, wie ich rausgekommen bin.
gehe währenddessen mal in den Agentenhangar und schaue mir da das Superschiff an. Von welcher Seite soll ich das probieren? Von der am besten dann. Jetzt. Bam, bam, perfekt. Oh, allgemeiner Channel. Oh, sie ist noch leer. Oh. L-E-H-R. Oh. Manchmal möchte ich einfach in diesen Channel einen Stapel Dudeln stellen. Aber das wird auch nicht viel nützen. Ich glaube, die können das nicht mal lesen. Ich sollte nicht so viel lästern, falls es jemand schaut hier. Aber einiges regt mich echt auf. So, dann ab in deine Hütte. Ja, komm so rein. Klopf, klopf. Haben Sie schon den Imperator als Ihren Erlöser gefunden? Ich dachte, du wolltest als Zeugen Revans auftauchen. Wie die Zeugen Java höchstens. Die fand ich so schön. Aber Zeugen Revan, die sind natürlich auch nicht schlecht. Hm. Gleich mal patentieren lassen. Ich glaube, da kannst du mit den ganzen Star Wars, mit den ganzen Star Wars Leuten einen neuen Kult gründen und als offizielle Religion eintragen lassen. Australien Jedi? Ja, da gibt's das schon, richtig. Ist das schick oder ist das schick? Hä? Das ist so ultra schick. Also selbst... Ist das James Bond Schiff unter den Schiffen? Da fehlt nur noch der Whirlpool. Ja, ich weiß gar nicht, ob ein Whirlpool ursprünglich geplant war, aber auf jeden Fall war ursprünglich eine Bar geplant. Die hatten irgendwann in so einem Dev Diary mal die ganzen Artworks von den Schiffen rausgehauen. Und da war, glaube ich, hier noch eine Bar mit Barhocker und allem, was dazugehört, eingezeichnet. Leider hat es die nicht ins Spiel geschafft. Das wäre so perfekt gewesen. Aber ja, und schön großes Bett. Das ist, glaube ich, das gleiche Modell wie bei dir. Also das Sith-Schlafzimmer ist jedenfalls auch in diesem freundlichen Schwarz-Grau gehalten. Deine Hautfarbe macht sich aber sehr gut auf diesen Laken. Ja, und die Rüstung auf dem Boden erst. Ich brauche übrigens eine andere. Guck dir das mal an, hier so braun. Nee. Ach, die ist das, ja. Wir könnten dann ja das machen, vielleicht, oder darauf hoffen, weil zwischen den offiziellen Folgen würde ich jetzt als nächstes mit den Leuten mal die Hammer Station angehen. Die Sache ist die, wir haben das allerdings schon im Botschafter-Let's Play gemacht, weshalb das für diejenigen, die beide Let's Plays schauen, etwas langweilig wäre. Darum macht es bis zur nächsten Folge hier einen kleinen Sprung, aber die Hammer Station wird am Stück als Bonusfolge rausgehauen. Ich denke mal, das ist am fairsten für alle. Also da könnt ihr sie dann auch noch hier mit unserer Truppe schauen. Und vielleicht kommt auch noch ein bisschen was an Loot bei rum. Na dann, Captain, manövrieren Sie uns mal zur Flotte und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Stay frosty!